den besten Belag mit eingebautem Frischklebeeffekt. Zurück in Hannover beim TUI DTTB Final Four Turnier. Deutschlands bester Tischtennisspieler Timo Boll, er war jetzt gefragt. Seine Borussia aus Düsseldorf lag 0:1 hinten gegen Werder Bremen, als Boll antrat zu seinem Match gegen Lars Hieltscher. Also zwei deutsche Nationalspieler im direkten Vergleich. Haushoher Favorit natürlich der Weltranglisten-Vierte Timo Boll gegen den 74. gegen Lars Hieltscher. Und Timo Boll hatte das Ganze auch gut im Griff. Er holte sich die ersten beiden Sätze mit 11:8 und 11:6. Und er probierte auch immer wieder mal was aus. Und er hatte insgesamt nie das Gefühl aufkommen lassen bei den Fans, dass da was schief gehen könnte gegen Lars Hieltscher. Der 29-Jährige, der sich zuletzt ja wieder enorm gesteigert hat, wieder Anschluss gefunden hat an die nationale Spitzenklasse. Timo Boll zum Ende des Jahres 2008 in wirklich exzellenter Form. Er hat die Austrian Open gewonnen, die German Open, die Polish Open. Er hat das Supercup-Turnier in Russland gewonnen und die Experten wissen es natürlich, dreifacher Europameister in St. Petersburg ist er auch geworden, der Timo Boll. Zwei Punkte fehlen ihm noch zum Sieg gegen Lars Hieltscher. Boll insgesamt einfach mit dem sichereren Spiel. Er hat einfach eine sehr, sehr hohe Sicherheit in den Grundschlägen, verfügt über eine exzellente Technik. Kein Europäer kann ihm im Moment das Wasser reichen. Matchbälle für Boll und gleich den ersten nutzt er. Klare Sache für Deutschlands Nummer 1 und damit Ausgleich 1:1 zwischen Borussia Düsseldorf und Werder Bremen. Und jetzt war ein anderer Nationalspieler gefordert. Wir sehen nochmal den Matchball von Timo Boll gegen Lars Hieltscher. Jetzt kam es zum Spiel. Dimitri Ovtcharov gegen Trinko Kim. Ein junger Wilder gegen einen ganz erfahrenen Mann. Die Eltern von Dimitri Ovtcharov, Tatjana, eine lizenzierte Tischtennistrainerin, und Vater Mikael, ein früherer russischer Meister. Sie fieberten natürlich mit ihrem Sohnemann, der, wir sehen das hier, Probleme hatte gegen diesen 37-jährigen Trinko Kim. Kane holte sich den ersten Satz mit 11:8. Und er hatte auch im zweiten Satzbälle. Ovtcharov aber bekannt als ein großartiger Kämpfer. Einer, der sich wie kaum ein anderer hineinbeißen kann in ein Match. Ein Riesentalent, trainingsbesessen, sehr lernfähig, aber im Moment vielleicht doch ein Stückchen weit weg von seiner Topform. Und hier hat er Pech. Ein Netzroller bringt Trinko Kane den zweiten Satz. Mit 12:10 gewinnt der Niederländer diesen Durchgang. Ganz ärgerliche Geschichte, da kann man so gut wie nichts machen. Einfach nur Pech für Ovtcharov. Hinein in den dritten Durchgang. Ganz enge Partie und Ovtcharov, vielleicht wollte er manchmal ein bisschen zu schnell zu viel. Auch hier wieder ein vergleichsweise leichter Fehler. Die Rückhand sicher eine der Stärken von Dimitri Ovtcharov. Aber hier macht er den Fehler und der Bremer ganz dicht dran am Matchgewinn. Trinko Kane hat seine internationale Karriere beendet. Es laufen Verhandlungen, dass er vielleicht noch ein Jährchen weitermachen wird bei Werder Bremen. Hier nimmt er erstmal die Auszeit, der Trinko Kane. Da zitterte die Hand, ein Fehlaufschlag, dann nochmal ein Netzroller. Nee, sagt er, dann nehme ich lieber das Päuschen. Ja, das war gut gespielt von Ovtcharov. Er vermeidet den Matchverlust zunächst einmal, gleicht aus. Das bislang spannendste Match in der Arena in Hannover.
Außergewöhnlicher Aufschlag von Ovtcharov. Der den Schläger in Kopfhöhe hält. Seit Jahren ist das eigentlich unüblich in den höheren Klassen, aber die Eltern haben es ihm irgendwann mal beigebracht und er hat es auch beibehalten, der 20-jährige Dmitri Ovtcharov, der seit 2007 in Düsseldorf spielt. Ja, jetzt hat er es geschafft. Er holt sich den dritten Satz. Er ist wieder im Spiel gegen Trinkuki. Kurzes Zwiegespräch mit Trainer Wagner. Aufschlagvariationen forderte der Coach. Ovtcharov versuchte das zu beherzigen, aber Kane ist natürlich einer, der im Tischtennis schon so gut wie alles erlebt hat. Den kann man nicht einfach so überraschen. Und schauen Sie sich dieses Ding an. Unfassbar. Erst der Netzroller und dann der Kantenball. Eine ganz außergewöhnliche Szene, die wir Ihnen natürlich gerne nochmal zeigen. Und nochmal, weil es so schön war. Timo Boll, er bereitete sich vor auf seinen nächsten Einsatz, aber er musste zittern um Dmitri Ovtcharov. Kane sehr sicher in seinem Spiel. Ein unangenehmer Kontrahent eigentlich für jeden Gegner. Ein großartiger Kämpfer, genauso wie Ovtcharov. 17 Jahre Altersunterschied zwischen Ovtcharov und Kane, der in der Weltrangliste auf Position 58 derzeit geführt wird. Ovtcharov im Moment auf 17. Ja, da war auch ein Netzroller im Spiel, deshalb hebt er entschuldigend die Hand, der Trinko Kane, der sich jetzt Satzbälle und Matchbälle erkämpft. Und dann der Fehler von Dmitri Ovtcharov. Ein überraschender Erfolg für Trinko Kane gegen Dmitri Ovtcharov. Werder führte. Und Rodelia Boll, die wir in Gelb rechts sehen, die musste jetzt hoffen, dass ihr Ehemann Timo für Düsseldorf wieder ausgleichen könnte. Und Boll erledigte diese Pflichtaufgabe ganz souverän. 11:5 im ersten gegen Ciotti, 11:9 im zweiten und sogar 11:3 im dritten Satz. Ganz klare Angelegenheit für Timo Boll gegen Konstantin Ciotti, der wirklich keine Siegchance hatte. Also 2:2 im Gesamtstand nach Bolls eindrucksvollem Auftritt. Mit anderen Worten, es musste jetzt das Doppel über den Gesamtsieg entscheiden und über den Einzug ins Finale. Hinten die Herrschaften in Rot, das sind Dmitri Ovtcharov und Christian Süß. Und hier vorne, das sind die Bremer, Trenko Kane und Lars Hiltscher, die in dieser Saison überhaupt noch nicht zusammengespielt haben in der deutschen Tischtennisliga, aber sich exzellent verkauften in dieser Partie. Der erste Satz ging an Hiltscher Kane mit 13:11, dann verloren sie den zweiten mit 4:11, gewannen mit 12:10 den dritten und jetzt sind sie ganz nah dran am großen Triumph gegen den Favoriten. 2 Punkte fehlen ihnen noch, Trinko Kane und Lars Hiltscher. Die Düsseldorfer, sie kämpfen jetzt. Zu spät, Fragezeichen. Christian Süß, ja ein exzellenter Doppelspieler, Europameister geworden in St. Petersburg zusammen mit Timo Boll. Aber es ist sicher kein Vorteil, dass man hier zwei Rechtshänder auf Düsseldorfer Seite hat. Die Rechts-Links-Kombination ist eigentlich ideal für das Doppelspiel, so wie es der Fall ist bei Werder Bremen. Sie sind herangekommen. Nur noch 9:8 für Hiltscher und King. Aber dann dieser raffinierte Aufschlag von Trinko Kane, den Süß nicht retournieren kann. Das bedeutet Matchbälle für den SV Werder Bremen. Der Fehler von Ovtcharov und damit war sie perfekt. Die kleine, zumindest die kleine Sensation. Werder Bremen
bezwingt also den Titelverteidiger Borussia Düsseldorf und zieht ins Finale ein. Wir sehen nochmal den entscheidenden Punkt. Und unterm Strich muss man ganz klar sagen, das war verdient. Denn außer Timo Boll hatte wirklich niemand Normalform beim Favoriten aus Düsseldorf. Die Revanche für die Punktspielniederlage glückte also den Rheinländern nicht. Und Werder hat sich auch ein bisschen revanchiert im Vorjahr. Da verloren ja die Norddeutschen das Pokalfinale gegen Düsseldorf. Weiter geht's mit Christian Bayer. Die Riesensensation ist perfekt. Der große Favorit wackelt und er fällt tatsächlich am Ende. Borussia Düsseldorf scheitert aus gegen den SV Werder Bremen, der damit als erste Mannschaft ins Finale des TUI DTTB Final Four einzieht. Wer dort der Gegner von Lars Hilscher und Co. sein wird, das gibt's jetzt gleich, nämlich im Schwabenderby SV Blüderhausen gegen TTC Müller-Frickenhausen Würzburg. Dranbleiben, gleich geht's weiter mit Ihrem Kommentator Hajo Wolf und dem Finalgegner der Bremer. Gleich geht's weiter. Die DTTL präsentiert von Donig mit dem neuen Copa J.O. Platin, dem besten Belag mit eingebautem Frischklebeeffekt.